Hey guys, a lot happened. Also zuerst, ich liebe mein Outfit. Heute ist Montag. Ich musste das erste Mal seit einem Monat, glaube ich, um 6.30 Uhr aufstehen. Ich hatte heute meine Einschulung an meiner neuen Schule. Ich muss aber sagen, ich bin deutlich besser klargekommen mit der Aufregung, als ich dachte. Weil ich meine, ich gehe in eine neue Schule. Ich bin komplett lost. Ich weiß nur, ich muss in die Eingangshalle. Ich weiß, wir werden ein bisschen eingeteilt, so in Klassen und so mäßig. Neue Klasse, neue Lehrer, neue Schüler. Ich wusste halt, dass meine ganzen bisherigen Freunde sind zwar auch im Jahrgang, aber nicht in meinem Kurs und somit nicht in meiner Klasse. Berufliche Gymnasium und mache mein Abi. Für alle, die es nicht wissen, ich backe ja super gerne und möchte Konditorin später werden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe und mache das für mein Abi, obwohl ich das nicht mal brauche. Aber ich möchte es einfach für mich machen, um mich herauszufordern und zu gucken, wie belastbar ich bin und alle meine Fähigkeiten im Bereich Schule noch ein bisschen weiter auszubauen und an meine Grenze zu kommen. Das habe ich noch nie so schön formuliert, also außer mich. Ich finde es nicht schön, wenn man sich selbst einen Applaus gibt, weil es ist ja wichtig, einen selbst wertzuschätzen und zu loben. Dann war ich dran mit dem Bereich Ökotrophologie, das ist Ernährung. Auf dem Zettel stand von 8 Uhr, also vom normalen Schulbeginn, geht es bis 11.20 Uhr. Leute, alle wurden um 9 Uhr rausgelassen. Eine Stunde hat das Ganze nur gebraucht. Ey, wie geil ist das denn bitte? Was für mich erst recht passt, ist, ich wusste ja, ich will danach noch einkaufen gehen. Ich muss einen Kuchen backen, ich muss noch eine Creme machen, alles zusammenstellen und noch dekorieren. Alles also perfekt machen. Und ich weiß, ich habe um 17 Uhr muss ich zu einem Grillen. Ja, so sieht mein Zimmer aus. Aus mir ist egal, aber ich muss jetzt backen. Also Guys, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was ich mache. Also das ist mein Surimi Schoko Brownie, den ich einfach über alles liebe. Da gibt es auch bald noch ein Rezept für. Ich habe nochmal Erdbeeren geschnibbelt von meiner Oma. Und das ist die Bueno Creme, Leute. Sie sieht so geil aus, ne? Ich bin süchtig danach. Ey, der Postbote kam heute und es war voll unerwartet für mich. Kooperation Schmuck. Und dann einmal das Paket von Vinted, der Pullover. Und okay, das ist das Paket und das ist definitiv der Schmuck. Ich packe mit euch jetzt zusammen mein Glitzer-Paket aus. Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Und ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Und zwar lautet der Vanessa20. Damit kriegt ihr 20% Rabatt. Alles groß geschrieben. Habt viel Spaß damit. Ich muss erstmal sagen, vielen, vielen Dank. Das alles wäre nicht möglich ohne euch. Und das möchte ich auch immer erwähnen, weil es einfach so ist. Ich lebe einfach meinen Traum und das nur dank euch. Danke, vielen, vielen herzlichen Dank an Glitzer. Ich bin mega zufrieden. Ich habe die schönsten bekommen. Ich liebe einfach die beiden. Und sie sind so unterschiedlich, aber trotzdem beide einzigartig und wunderschön. Jetzt kommt das andere Paket. Das sind 2 Kilo. Und das ist echt gut geklebt. Es ist so sweet verpackt. Guys, hier haben wir den Pullover. Der hat ja so eine heftig gute Qualität. Und den habe ich einfach für nur 18 Euro bekommen. Die Rückseite ist so cool. Die Rückseite. Und ich liebe einfach die Rückseite. Boah, die Kapuze ist etwas eng, aber es geht. Ich liebe es einfach. Und Guys, guck mal bitte die Rückseite an. Hä? Ich hatte nämlich noch nie einen weißen Hoodie. Daher finde ich das ist recht voll geil. Und vorne voll simple. Ich werde mit meiner Oma jetzt nach Osnabrück fahren und shoppen. Ich will nur in den Laden Peugeot Brigitte. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da habe ich nämlich meine Kette her, meine Blumenkette für den Abschluss. Dünnere mit so Strasssteinchen. Vielleicht wisst ihr ungefähr, was ich meine. Und ich fand die so schön, ne? Und ich finde die auch richtig geil zu Kleidern. Aber diese Blumenkette war halt wirklich das, was ich für meinen Abschluss wollte. Und ich wusste, ich darf nur eins. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mir die selbst kaufe. Und wir suchen jetzt ein Outfit aus mit Vanessa. Schmecker sind verschieden, aber ich habe meinen Look. Ja, ich weiß, ich werde natürlich was drüber tragen. Ein Sport-BH, den habe ich von Zaful. Und die Hose ist von Stradivarius. Wie wäre es mit einer weißen Strickjacke? Was sagt ihr?
Bin mir nicht sicher. Ja, ich finde grau passt dann doch besser. Oh, das sieht doch geil aus. Das sieht dann auch noch wild aus, wenn ich so das mache. Ich habe jetzt eine Kette an und ich gucke jetzt einmal, wie das aussieht. Packen wir erstmal mein Lieblingsparfüm auf. Ist das? Parfüm auch da auftragen, wo es warm ist. Habe ich irgendwo mal auf TikTok gehört und seitdem kriege ich mehr Komplimente, dass ich gut rieche. Von daher. Nicht zu vergessen, muss ich auch noch meine Tasche packen, aber ich werde auf jeden Fall diese nehmen. Nur aus dem Prinzip, dass ich sie so umhängen kann. Weil wenn ich eine Tasche nehme, die halt eine Umhängetasche ist, die ich einfach hier so trage, kann ich bei der auch machen, dann rutscht die mir immer runter. Da habe ich beim Shoppen keinen Bock drauf. Jetzt noch circa 15 Minuten. Ihr merkt, ich liebe goldenen Schmuck. Und ihr seht, wie ihr einen Look aufpeppen könnt mit ein bisschen Schmuck. Einfach. Also, ich mache jetzt für euch einen Haul. Und zwar von H&M. Leute, ich wollte schon immer so eine Sonnenbrille. Sie hat 8 Euro gekostet, ich musste sie aber einfach nehmen. Eigentlich wollte ich nicht so eine große, aber sie sieht einfach heftig aus. Also, sowohl als Accessoire. Ich wollte das schon so lange, Leute. Könnt ihr mir nicht glauben. Und ja, ich weiß, ich brauche eine Sehstärke und die hat keine Sehstärke, aber ich wollte sie. Es sieht einfach so gut aus. Ich sehe so gut aus. Leute, ich habe mir zusammengerissen. Ich habe nur 2 Sachen bei H&M gekauft und ich habe nur ein Oberteil gekauft. Ich habe ein langärmiges Oberteil gekauft, weil ich schon ein bisschen für Winter und Herbst so shoppe. Das ist das suite Oberteil. Also es hat hier so 2 Stränge, Mitte ein Loch. Ich mag auch die Art des Stoffes und das hat 15 Euro gekostet. Dann kommen wir zu dem, was ich unbedingt haben wollte. Meine Oma hat die netterweise spendiert, was mich voll happy gemacht hat. Dadurch konnte ich mir dann noch was anderes kaufen. Rouge Brigitte, von der ich euch die ganze Zeit erzählt habe. So sieht die aus. Ist nicht sowas, was man immer tragen kann. Es ist halt sehr extravagant. Aber es war halt meine Schwäche, es war die Astrologie, von daher habe ich sie mitgenommen. Und zwar, ich habe ehrlich gesagt noch nicht gecheckt, wie das funktioniert und ich habe es auch meiner Oma gezeigt, sie aber auch nicht, weil die Verpackung hat es irgendwie nicht besser gemacht. Es hat 15 Euro gekostet. Hier hast du so einen Sterncube und hier so einen normalen mit der Erde und so sieht das aus. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Ja, ich werde es auf jeden Fall bald mal auspacken und experimentieren. Aber guckt euch mal bitte an, wie schön die Planeten da dargestellt sind und die Sterne und das Sonnensystem. Und hier ist nochmal eine Erklärung. Ich habe Vormittag, dadurch, dass wir relativ spät losgefahren sind, noch so viel geschafft. Ich konnte richtig viele E-Mails beantworten, wo ich seit Tagen schon dran denken musste. Von daher war das richtig nice und ein richtig erfolgreicher Tag. Und jetzt probiere ich nochmal das Oberteil an und trage dann auch nochmal die Kette. Und das zeige ich euch gleich natürlich. Leute, also ich muss sagen, in der Umkleidekabine war ich ja nicht so überzeugt. Nicht so 100%, aber selbst wenn es jetzt gerade nicht crop ist, es sieht einfach so nice aus. Ich bin komplett in love. Ich bin nicht so der Fan von Glitzer, aber in dem Fall schon. Also Leute, ich habe jetzt dort aufgeräumt. Hier auch. Da auch, Leute. Mein Bett ist jetzt auch wieder sauber. Da habe ich jetzt schon für jedes Event in dieser Woche etwas rausgesucht. Es ist wieder viel passiert. Wir haben es heute Samstag. Gestern war richtig viel los. Ich hatte erst ein Picknick bei meiner besten Freundin und war dann da von 11 bis 15 Uhr. Mein Vormittag war dann relativ chillig. Direkt danach um 15.45 Uhr ein Termin beim Kieferorthopäden. Dann war noch um 19.45 Uhr ein Minions-Film, den ich mit meiner Oma und meiner Schwester geguckt habe. Heute Abend in einer Nachbarstadt bin und da dann chille. Mit ein paar Freunden und trinke, also ich nicht wahrscheinlich. Und da ich da dann bis 0 Uhr bin und dann am nächsten Morgen zum Flohmarkt tendenziell um 8 oder noch früher aufstehen muss, habe direkt Sport gemacht, was mich sehr stolz macht. Ja, jetzt bin ich hier. Es gab dann direkt Mittag und zwar Pizza. Heute kümmere ich mich komplett um Flohmarkt. Ich muss einiges mitnehmen. Ich muss Sachen raussuchen, die ich noch verkaufen kann. Währenddessen höre ich erstmal chillige Musik und vielleicht auch noch einen Podcast von Dream Bam und Rezo, weil der ist echt nice. Dann heute noch mein Plan ist. Ich gehe heute, wie gesagt, zu Rossmann. Und das ist auf dem Weg zur Schneiderei. Deswegen nehme ich mein Kleid dann mit. Dieser Träger. Der Träger ist von meinem 200-Euro-Kleid abgegangen. 3 Euro. Ich habe zuerst das Kleid abgegeben und dann geshoppt. Nur so als Aufklärung, das ist keine Smartwatch. Ich werde keine 200 Euro, 300 Euro für eine Uhr ausgeben. Die hat 30 Euro gekostet und reicht komplett aus. Auch die Hosen und Röcke und so auf die Bügel gemacht habe und so sieht das aus. Okay Leute, also ich bin jetzt fertig fürs Kino. Ich habe mir eine mega sweete Frisur gemacht und ich entdecke irgendwie Frisuren wieder für mich. Mache 360 Grad mit meiner Frisur
Und ja, ich muss meine Haare vorne noch stylen, aber ich finde das voll sweet. Hier ist ein bisschen kahl. Mein Outfit. Und ja, es wird zwar jetzt nicht fürs Wetter gemäß, aber die haben da ja Toiletten und da ziehe ich mich um. Und Leute, das Outfit ist so heftig, aber ich muss mir jetzt die Haare machen, weil ich habe jetzt nur 40 Minuten Zeit. Und die Haare brauchen immer ewig. Hallo Leute, das ist bis jetzt der Look. Der Look ist noch nicht 100% fertig, weil da kommt dann noch mein Blazer drüber und das sieht so bomb aus. Fotoshooting ist beendet. Es ist jetzt nicht so gewesen, wie ich erhofft habe. Also Leute, ihr wisst ja, ich war gestern in Bremen mit meiner Oma. Seit einem Jahr immer diese Prada-Tasche bewundert. Die aber natürlich sau teuer ist. Die kostet einen Tausender oder so. Alle, die nicht wissen, von was ich rede von dieser Tasche, die erste. Und Leute, rennt zu New Yorker. Mittlerweile, wenn das Video online ist, gibt sie wahrscheinlich nicht mehr. Aber Leute, also sie ist natürlich nachgemacht. Sie ist jetzt nicht direkt fake, da steht jetzt kein Prada drauf. Aber sie ist halt sehr nachgemacht und ein gutes Dupe. Ich bin einfach totally in love. Das ist der einzige große Unterschied. Man kann die halt hier in verschiedenen Größen machen. Und so ist sie jetzt am größten eingestellt und so passt sie einfach perfekt, ne? Natürlich passt es jetzt nicht, weil ich habe schwarz und schwarz und deswegen sieht man sie jetzt nicht und sie kommt nicht so gut zur Geltung, Leute. Aber ich liebe einfach die Tasche, ne? Ich liebe sie einfach. Geilste ist auch noch, die hat einfach noch ein kleines Fach in der Tasche. Wo Pass, Haargummis, alles Mögliche rein kann. Also wie geil ist das bitte? Ich habe zwar immer noch keine Tasche leider gefunden, wo eine Wasserflasche reinpasst. Aber YOLO. Es gab sie auch noch in so einem richtig knalligen Blau. War richtig heftig, aber ich will eine Tasche, die zu jedem Look passt. Und das tut weh. Natürlich passt es jetzt nicht, weil ich habe schwarz und schwarz. Ein kleines Update, also ich habe mein Zimmer jetzt komplett aufgeräumt, dann habe ich mit dem Schulkram angefangen und ich habe auch schon die Sachen für meine Mom gepackt, weil ich ja wie gesagt dort lange bleibe. So sieht das aus, wenn ich eine Woche zu meiner Mom will. Und das Schulaufmisten habe ich immer noch nicht geschafft, was ich seit einem Monat nie geschafft habe bis jetzt, aber hey. Das ist jetzt mega schnell, weil weil das ganze Video gefühlt nur aus Holz besteht und aus meinem Gelaber. Aber hey, wir machen das jetzt mega schnell. Wir starten mit Teddy. Ich brauchte neuen Organisationskram, weil das ja alles ein Chaos ist und ich bin ein Organisationsfreak. Ich habe natürlich auch Sachen gekauft, die ich nicht unbedingt brauchte. Hier haben wir eine schicke Tüte von Teddy für 1 Euro. Diese mega schönen Dekoschleifen, weil ich sie einfach wunderschön finde. Auch für 1 Euro sind 3 Stück. Dann haben wir einmal diese Phineas und Ferb Tüten. Musste sie haben, ich brauche sie gar nicht. Haben wir einmal hier dieses schöne Gefäß. Da kommen Ringe rein. 1 Euro. Ich muss es mitnehmen, weil es einfach mega schön ist. Nicht wundern, ich bin ein Goldfreak. Das werden die gleich auch sehen. Und ich spreche jetzt sehr schnell. Dann haben wir einmal 10 Kleiderbügel. Sehr billige für 2 Euro. Reicht komplett aus. Dadurch, dass ich jetzt meine Hosen alle aufhänge, brauche ich dementsprechend auch mehr Bügel. Ist selbstverständlich. Sind 20 Stück also. Dann einmal noch diese Box hier. Die ist weiß. 1,50. Hätte ich auch mehr mitnehmen können. Kann ich für alles Mögliche gebrauchen. Dann haben wir einmal dieses mega schöne Gefäß. Ich wusste nicht, dass Teddy so viel wunderschönen Gold- und Silber-Dekokram hat. Die natürlich im Spiegel, ihr seht, wie ich filme, sehr professionell. Hat 5 Euro gekostet. Das Ding für 3 Euro. Man sieht es wieder. Spiegel überall. Das ist ein Teil von Teddy und zwar diese mega schöne Platte. Sie hat natürlich auch wieder einen Spiegel. Ich lieb's. Das hat 7 Euro gekostet. Das war's mit dem Teddy. Heute kommen wir zum Amazon Haul. Ich brauchte einen Schulkalender für das Abitur. Und kaufe mir natürlich selbst einen, natürlich auch einen schicken, motiviert zu bleiben. Ich habe den von Diadem Lori gekauft. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihr, aber ich fand den Kalender einfach wunderschön. Und guck mir den jetzt, oh mein Gott, der ist so geil. Es war die richtige Entscheidung. Ich liebe Blitze und Natur und macht eine super Größe. Ich hoffe, die Qualität ist auch gut. Hat 8 Euro gekostet. Hier sieht man auch nochmal die Rückseite, lese ich mir aber später durch. Alles in allem finde ich einen super Kalender. Schön schlicht gehalten. Ja, ich würde sagen, habe ich alle lieb. Tschüss und bis zum nächsten Mal.